Ich bin der Eugen Minz, ich lebe in Deggendorf, praktiziere seit 6 Jahren Yoga, also unterrichte auch seit 6 Jahren und veranstalte seit 4 Jahren ungefähr, wie passen, also circa 2, 3 Stück pro Jahr organisieren wir in letzter Zeit hier im Bayerischen Wald. Davor haben wir bei Dresden gemacht und einmal so Mitteldeutschland, eine Vipassana. Also meistens auch so kurz Vipassana, also die klassische Variante wäre tatsächlich 10 Tage. Aber nicht jeder hat 10 Tage Zeit und nicht jeder, wie soll ich sagen, hat genug Mut oder wie heißt es noch? Also genug Motivation, 10 Tage hinzugehen. Man fühlt sich unvorbereitet, 10 Tage sitzen und es ist schwer. 10 Tage Yoga, das halte ich nicht aus. Aber so 4, 5 Tage, das ist schon so ein Mittelmaß, vor allem um damit anzufangen, damit einzusteigen. Mich freut es sehr, dass ihr alle dabei wart. Normalerweise erlebe ich bei Vipassana auch sehr viel intensive innere Arbeit mit mir selbst. Dieses Mal war es eher harmonisch. Das Einzige, was bei mir anders war als in der Großstadt, ich habe sehr intensiv geträumt. Also das kommt auch oft vor, wenn man an solchen Orten ist, beziehungsweise in der Natur raus, aus der Großstadt. Da wirken diese ja, psychischen Felder der anderen Menschen nicht, die elektromagnetischen Felder wirken nicht so auf das Bewusstsein, von dem ich gesprochen habe. Und man träumt ein bisschen anders, intensiver, bunter und erlebt unterschiedliche Geschichten. Ansonsten, die Tage waren gut und harmonisch, bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber die sind also nicht zu berücksichtigen, weil das kommt schon mal vor. Also ohne geht es nicht, dass alles ideal ist. Aber im Großen und Ganzen war es eine gute Truppe und dieses Mal ist die Gruppe auch ein bisschen mehr gewesen. Also von der Teilnehmerzahl waren 2, 3, 4 Anmeldungen mehr, als wir sonst haben. Und ich habe ja am Anfang gedacht, ob wir das halt hinbekommen, organisatorisch. Und von der Verpflegung, da habe ich keine Sorgen mehr darüber gemacht, aber ob der Rahmen denn groß genug ist für uns und es genug Betten gibt. Deshalb musste unter anderem ich, vielleicht auch ein paar andere Leute auf dem Boden, auf den Matratzen schlafen. Aber für diese 3, 4 Tage ist es gar nicht schlimm. Also das lohnt sich allemal, auch das auf sich zu nehmen. Deshalb gut. Aber vielleicht nicht so lange wie ich, aber ich habe jetzt schon ein bisschen ausführlich gesprochen. Okay. Hallo, ich bin Natalia und ich wohne in Deggendorf und ich bin Yogalehrerin und unterrichte beim Eugen in der Yogaschule. Und das ist meine zweite Vipassana, wo ich auch mit anleite. Ich habe die Atemkonzentration angeleitet und eine Yogastunde. Und ja, ich freue mich auch sehr, dass ihr das alle gekommen seid und es auch geschafft habt. Und es ist wirklich nicht einfach, man hat einige Widerstände, vor allem der Körper. Aber ich habe schon bei meinen eigenen Erfahrungen wie Passanas gemacht, dass es sich lohnt. Deswegen konnte ich es, habe ich mir gedacht, ich habe gesehen, dass manche Schmerzen haben, aber dann habe ich mir gedacht, okay, da muss jeder durch. Aber insgesamt war es ja eine sehr einfach disziplinierte Gruppe und es hat viel Spaß gemacht, mit euch zu praktizieren. Und ja, auch hier an diesem Ort zu sein. Ich komme immer wieder gerne hierher, weil ich einfach die Natur schön finde und das Haus. Und ja, es hat Spaß gemacht. Auch mit der Nathalie in der Küche. Das Essen vorzubereiten. Hallo, ich bin André. Ich wohne in Karlsruhe und bin Geograf, Geoinformatiker. Mache aber Yoga seit mehreren oder vielen Jahren. Immer wieder mit Unterbrechungen. Letzte Zeit habe ich mir vorgenommen, mindestens 2-mal die Woche Yoga zu machen und mache das jetzt auch seit circa einem Jahr. Das war meine erste Vipassana. Ich habe eigentlich geplant, eine 10-tägige Vipassana zu machen, dachte dann aber, 4 Tage wird als Einstieg gar nicht so schlecht sein, also ausprobieren. Ich habe mir das eigentlich etwas schwieriger vorgestellt, also die 4 Tage waren oder 3,5 Tage waren recht einfach, würde ich sagen. Also war schon anstrengend, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Und jetzt kann ich auch sagen, dass ich für die 10-tägige Vipassana bereit bin. Also ich würde auch jetzt länger da bleiben.
Als Erfahrung kann ich sagen, dass, also ich habe jetzt keine übersinnlichen Erfahrungen irgendwie gemacht, habe diese aber auch nicht angestrebt. Es war mir eher wichtig, von der Stadt wegzukommen, also von meinem Alltag, von meinem Beruf, von der Familie wegzukommen, um mein Leben etwas zu ordnen, zu strukturieren. Das Ganze vielleicht auch strategisch zu planen, bestimmte Entscheidungen zu überdenken und auch die Richtung für die Zukunft, also eine richtige Richtung zu nehmen. Und habe auch Antworten auf einige Fragen bekommen, die ich gestellt habe. Und kann im Großen und Ganzen sagen, dass die Vipassana sehr hilfreich war und auch zum richtigen Moment. Wird sicherlich nicht die letzte sein. Also ich habe definitiv vor, noch eine 10-tägige Vipassana zu machen, wenn die Zeit dafür da ist. Also es ist nicht einfach 4 Tage, aber auch 10 Tage aus dem Alltag, aus dem täglichen Leben rauszunehmen und sowas zu machen. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde es auch jedem weiterempfehlen. Einfach um eine andere Sicht auf sein Leben zu bekommen, einfach eine andere Perspektive auf sich selbst und sein Leben zu bekommen, auf sein Umfeld und so weiter. Besonderer Dank an Eugen, an Nathalie, an die Küche und an alle, die dabei waren. Hallo, mein Name ist Sonja Dreher, ich bin aus Landshut. Meine Wurzeln liegen hier im Bayerischen Wald, deswegen war das eine magische Erfahrung für mich, weil back to the roots. Ich fand die 3,5 Tage total magisch. Ich hatte sehr viele Begegnungen, Erfahrungen mit dem Yogi, mit dem Bild. Es haben sich viele Fragen in mir geklärt. Es gab schon ganz viel, das angebahnt war. Aber viel, was sich jetzt einfach wieder gesetzt hat. Mir tat es unendlich gut, mal nichts zu reden. Mir ist bewusst geworden, wie wichtig Sprache ist und wie sinnlos sie manchmal ist. Und mir tat auch total gut, dass es männliche und weibliche Energien hier gab, weil das einfach so irgendwie ausgleichend auf mich gewirkt hat. Mir taten beide Energien gut. Das Essen war phänomenal. Ich finde ayurvedisches Essen total klasse, also so wie es zubereitet war. Und ich merke, dass es mir jetzt nach diesen 3,5 Tagen mega galaktisch gut geht. Und dass sich einfach viel in mir verändert hat und dass ich ganz, ganz, ganz viel von dir mitnehmen will, auch für die Zukunft und versuche einiges umzusetzen. Und ich bin mir auch sicher, dass ich sowas nochmal besuchen werde und ja, vielleicht dann auch wieder, wenn der Weg wieder etwas steiniger im Alltag ist, wo man sich dann einfach, wo man das wieder braucht. Und Yoga an sich, ich mache seit November Yoga, aber nicht mit dem zu vergleichen, was ihr jetzt hier geboten habt, denke ich mir, okay, das ist Hausfrauen-Yoga, das ich gemacht habe. Aber es reicht auch und ich bin ein bisschen in meinen beruflichen Alltag eingespannt. Ich habe einen Hund und Vollzeit arbeiten. Aber wenn ich mal, wenn mein Hund mich auf meinem Weg mal nicht mehr begleitet, dann werde ich mit Sicherheit mehr Yoga machen. Aber momentan tut es mir auch gut, mit meinem Hund in die Freiheit und in Freizeit draußen zu sein. Und das ist auch ganz schön. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, hallo, ich bin der Oktay Maltasch, komme aus Marburg, gebürtig in Kassel. Ja, ich will mal irgendwie anknüpfen bei euch. Ich habe mir eigentlich bei der Vipassana erstmal nichts gedacht, wusste einfach nur, das muss ich mal machen. Meine Frau hat mich natürlich darauf gedrängt, meinte, geh hin, geh hin, geh aus dem Haus und mach das mal, das wird gut sein für dich. Ich habe auch 2, 3 Minuten im YouTube ein bisschen geguckt und das war mir irgendwie so ein bisschen suspekt, habe es wieder weggemacht. Und ich muss sagen, ich ganz offen hierher gekommen und wusste eigentlich nicht, was das soll mit der Vipassana, was das Ziel von so einer Veranstaltung ist. Und hatte freitags noch ein Stand-up-Comedy in Frankfurt bis um 22:30 Uhr, 23 Uhr. Und dann hatte ich noch zu Eugen gesagt, ey, ich werde wahrscheinlich erst um 3 Uhr morgens da sein und so. Naja, mache ich mal, kein Problem. Und bin erst dann um 4:30 hier angekommen. Als die Natalie meinte noch, ja, es kommen viele Leute nicht und das wird denen irgendwie der Weg versperrt, dachte ich so, Wahnsinn, weil ich hatte auf der
auf der Fahrt die ganze Zeit die Gedanken, oh nein, ich komme zu spät und doch nicht, schaffe ich das überhaupt? Verkehrsunfall, ich hatte 2 Stunden im Stau gestanden, nachts um 2. Also das zu das erstmal, dass man irgendwie der Weg versperrt wird und so ein bisschen energetisch irgendwie davon weggehalten wird, das nicht zu machen. Und als ich dann hier war, wusste ich, okay, das ist auf jeden Fall was für mich, das muss ich machen. Und in den Anleitungen ist das mir so ergangen, besonders das Bild mit dem Yogi oder mit dem Praktizierenden. Ich war irgendwie immer einen Schritt voraus, als der Eugen gesagt hat, stellt euch den Praktizierenden vor am ersten Tag. Dachte ich mir, der ist jetzt nackt irgendwie, der muss was anhaben. Das war dann für mich orange. Und am nächsten Tag meinte er, der hat was Orangenes an. In dem Moment, wo wir orange uns vorstellen sollten, meinte der am dritten Tag, ja, das bist du vielleicht selber. Ich war aber schon am zweiten Tag irgendwie schon so weit. Das kam einfach so. Und mir wurde das damit bestätigt einfach, dass das kein Gedankenkonstrukt von mir selber ist, sondern ja, schon das Wahre irgendwie. Ja. Und ich konnte auch definitiv mit ihm kommunizieren, mit mir selber kommunizieren. Hört sich vielleicht ein bisschen freaky an, aber ich konnte mich in ihn reinsetzen. Und er war viel, viel größer als ich. Er durfte sich dann auch oder konnte sich bei mir reinsetzen und ich konnte dadurch arbeiten, konnte mich anleiten. Also das mal zu dem, was ich so erlebt habe. Ich bin auch noch ein Stück weiter, also ich konnte noch ein Stück weiter gehen, dass er mir andere Facetten noch gezeigt hat, besonders beim Atmen. Da war er einfach da, da waren auch andere da. Also es war eine Umgebung, wo Hilfe gebraucht wurde, geholfen wurde auch. Und das war ich selber. Das, ich kann es kaum beschreiben, weil das war auch die Bestätigung, als Eugen das gesagt hat. Und bei den Atemtechniken, ich weiß nicht warum, ob es stimmt, keine Ahnung, ob es schon mal geschrieben wurde. Ich habe von oben atmen können und auch von unten atmen können. Es war eine sehr besondere Art und Weise. Es war aber nicht einfach. Der Körper hat natürlich, ihr habt bemerkt, ich habe mir was gebaut, links und rechts und so weiter. Ich mache erst seit 1,5 Jahren Yoga, habe Tai Chi gemacht, habe andere viele Sachen gemacht. Aber so Yoga ungefähr 1,5 Jahre, auch Kundalini-Yoga und Tai Chi nebenher. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich selbst auszuprobieren und sich irgendwie das zu bestätigen lassen auch, okay, ich schaffe das. Es war auf jeden Fall nicht meine letzte. Mal sehen, wie das weitergeht. Zwischenzeitlich habe ich einmal das Handy angemacht, dem auch nochmal mit der Familie. Mein Kleiner hätte schon geweint und hätte sich geäußert, ich vermisse den Papa. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, also ich werde auf jeden Fall erwartet. Ja, ich weiß nicht, wie es mit meiner Frau ist, aber ich kann es jedem nur empfehlen, einfach mal das Herz zu öffnen und einfach dabei zu sein. Danke euch auf jeden Fall. Danke zu der Küche auf jeden Fall. Das werde ich meiner Frau auch mitteilen. Die wird bestimmt sagen, oh mein Gott, was haben die wohl gekocht? Danke euch. Danke, Eugen. Ich bin Helena aus Nürnberg. Ich habe seit 2018, ab Januar, angefangen mit Yoga. Früher habe ich gar nichts gemacht, plus dieses Wort gehört, dass Yoga gibt. Und dann meine Yoga-Lehrerin Natalia Puzmina hat eine Gruppe in Nürnberg gemacht und hat von dieser Vipassana erzählt. Sie war selber bei dir, bei dieser Erfahrung und war so begeistert. Und dann habe ich mir auch so gedacht, ich muss das ausprobieren. Und ich bin total glücklich, dass ich auch dabei bin. Hat mir so sehr, sehr gefallen. Und vielen, vielen Dank für allen. Hallo, ich bin Julia. Und ich bin aus Südtirol, Italien. Ich wohne in einem kleinen Dorf, das ist ein bisschen größer als hier, nur dass da noch Berge sind. Und ich bin hier, weil ich meditiere seit 3 Jahren, aber immer noch im Liegen. Deshalb war das eine richtig große Herausforderung für mich, so viel zu sitzen. Und mir tut auch alles weh. Also ich bereue es schon, dass ich meinen Tagebaum vergessen habe. Und es war aber auch eine mega, mega schöne Erfahrung. Ich beschäftige mich seit einem Jahr mit Yoga und im Januar habe ich meine Ausbildung gemacht, also 200 Stunden in Indien. Und seitdem beschäftige ich mich intensiv mit Yoga und mache auch jeden Tag Yoga.
Und deshalb bin ich auch auf den YouTube-Kanal vom Eugen gestoßen und ich fand dich mega inspirierend und faszinierend, weil du so einen riesen Wissensschatz hast und ich höre dir mega gerne zu und deshalb bin ich eigentlich hier. Die Vipassana selbst fand ich auch mega interessant. Die ersten 1,5 Tage habe ich eigentlich nur aufgearbeitet, weil ich habe das letzte Monat sehr, sehr viel gearbeitet und mir ging es sehr schlecht. Ich hatte auch so, ich würde es nicht Depression nennen, aber ich hatte so eine Zeit, wo ich richtig stumpf war und ich konnte nicht mal mehr Dankbarkeit fühlen und deshalb war die Vipassana gerade richtig in dem Moment, weil es alles wieder raufgebracht hat und ich bin wieder mehr in meiner Energie und das freut mich extrem. Und die ersten 1,5 Tage habe ich das nur aufgearbeitet und dann wird es eigentlich erst, also ich glaube, interessant wird es jetzt erst richtig werden, aber dann hat es angefangen, dass ich, wenn ich mich mal konzentrieren konnte, weil mir nicht alles weht hat, dann hatte ich auch so Erfahrungen, dass ich aus meinem Körper raus bin und meinen Körper nicht mehr gespürt habe. Das habe ich sehr oft beim Meditieren und so Dinge. Es war auf jeden Fall richtig schön und ich würde es wieder machen. Also ich mache auf jeden Fall eine 10-Tages-Vipassana irgendwann, wenn ich soweit bin. Und ich habe die Küche sehr geliebt. Also ich liebe Ayurveda und wenn du bereit bist, die Rezepte weiterzugeben, würde ich mich freuen. Also ich bin Natalia. Ich komme ursprünglich aus Lettland und jetzt 30 Jahre bin ich in Deutschland. Über 30 Jahre arbeite ich im Sportberuf, arbeite in Fitnessstudios, unterrichte alle diverse Stunden, welche nur gibt es. Jetzt momentan mehr Powerstunden. Also mein Leben ist nur Power und Power und direkt Yoga unterrichte ich nicht, aber ich habe Ausbildungen zu Body Art und Pilates, sowas ein bisschen so ähnliche Übungen, aber auf andere vielleicht Version, andere Art. Hier hat mich gebracht meine Freundin, sie unterrichtet Yoga, sie hat auch schon Vipassana gemacht. Ich habe gewusst, was ist das, wie das aber abläuft. Das war eine pure Überraschung für mich, auch Überraschung für mich selbst, dass ich eigentlich ganz gut das ausgehalten beim ersten Tag. Ich habe meine Beine, Knie nicht mehr gespürt. Beim zweiten Tag, Knie war super. Aber Rücken habe ich nicht mehr gespürt. Dritter Tag, Rücken war super und Knie war super, aber Nacken und Kopf komplett nicht mehr gespürt. Das ist immer richtig Wellen. Ich habe gedacht, noch ein Tag, dann werde ich auch Nacken nicht mehr spüren. So habe ich gedacht. Und ich bin selber über 20 Jahre fast regelmäßig, dreimal im Jahr, so eine Woche. Auch in stillem Fasten. Ich bin eine 30 Jahre Vegetarier und letzte 7 Jahre Veganerin und Rohkostveganerin. Deswegen, ich habe das erste Mal in meinem Leben mich so gut aufgehoben gefühlt mit der Küche. Es ist unglaublich. Ich dachte, sowas gibt es nicht. Und ich habe ganze Koffer meiner Essen mitgebracht, auf Nummer sicher gehen. Und ich habe gedacht, das nächste Tag gleich alles gepackt, weil ich das nicht mehr brauche. Ich habe gedacht, super, gut. Also auf jeden Fall für mich eine tolle Erfahrung. Ich habe bei Meditation auch kurze Visionen gehabt. Ich habe dich gesehen auch. Ich weiß nicht warum. Ja, aber also immer wieder kurze Visionen. Das war sehr interessant und habe mich selber erschrocken davon ein bisschen. Immer wieder, dann wieder zurück. Meditiere immer wieder, probiere ich schon lange Zeit. Eigentlich mit Ritualen morgen früh brauche ich immer 3 Stunden, bis ich zur Arbeit fahre. Mit Meditieren auch am Liegen versucht und deswegen am Sitzen, das war für mich eine unglaubliche Erfahrung. Und ab jetzt mache ich nur sitzend. Wenn ich schon was gelernt, dann gelernt, muss man weiter behalten. Und ich weiß, beim Vipassana bleibe ich weiter. Und ich habe Eugen von dir inspiriert und ins Herz geschlossen komplett. Mhm. Ja, und ihr seid ein tolle, tolle Team und das möchte ich euch eigentlich folgen. Ich weiß, gibt es überall andere Vipassana, aber von Gutem sucht man nichts, was gut, noch Guteres. Und wenn ihr irgendwo nicht so weit, in Dresden natürlich fahre ich nicht, aber wenn irgendwo in Bayerischer Wald wieder oder hier, ich werde dabei sein. Aber diese 4 Tage war gerade richtig. 10 Tage werde ich bestimmt auch aushalten.
Also, aber jetzt für erste Mal bei 4 ist es perfekt. Vielleicht auch nächste Mal mache ich 4. Und wenn von Beruf ein bisschen befreie mich, ich arbeite seit 15 Jahren Personal Training als Personal Trainer, als Fitnesstrainer und Ernährungsberater. Und wenn ich, ja, und wenn ich mich schaffe, das zu befreien, das, auf diesen Sinn habe ich meditiert die ganze Zeit. Wenn ich dann einen Freiraum mich schaffe im Leben, dass ich dann natürlich auf 10 Tage gehe. Und vielleicht das geht dann noch weiter irgendwie. Also ich bin begeistert. Vielen, vielen Dank. Ich heiße Maria und ich komme aus der Nähe von Bautzen, das ist in Ostdeutschland. Ja, und das erste Mal vom Vipassana habe ich letztes Jahr beim Yoga-Camp gehört und ich praktiziere Yoga auch erst seit einem Jahr und wirklich sehr regelmäßig erst seit 4 Monaten. Ja, und es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin so ein Mensch, der sehr viel die ganze Zeit denkt und immer seine Gedanken gleich aussprechen muss. Deswegen war das Vipassana eine sehr interessante Erfahrung und ich habe es mir schwerer vorgestellt, für mich persönlich gar nicht zu sprechen, aber es ging ganz gut. Aber jetzt habe ich so viele Gedanken, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ja, also zum Beispiel mit der Vorstellung vom Yogi hatte ich so ähnliche Erfahrungen, dass manche Dinge schon vorher kamen bei mir. Und ja, eigentlich, also ich visualisiere auch manchmal beim Meditieren zu Hause und das klappt eigentlich ganz gut, aber auch jetzt kam immer so mein Verstand dazwischen und es sind dann lustige Sachen passiert, dass ich mit meinem Yogi schaukeln gegangen bin oder so und irgendwelche anderen lustige Dinge wir zusammen erlebt haben, außer der Meditation. Ja, genau. Ansonsten war noch eine andere interessante Erfahrung für mich, weil ich so Probleme mit dem Essen habe manchmal. Und ich fand es schön, so als Nebeneffekt beim Vipassana, dass man einfach so viel Zeit fürs Essen hat und einfach bewusst und langsam so gutes und leckeres Essen essen zu können und sich dafür Zeit zu lassen, weil ansonsten im Alltag, naja, hetzt man da auch und das auch als eine Art Praxis zu sehen, das fand ich auch sehr schön. Und ich habe auch viel Lust auf noch eine Vipassana und werde ich hoffentlich auch mal machen. Genau. Was wollte ich noch sagen? Achso, ich wollte noch sagen, dass mir auch alle Praktiken sehr viel Spaß gemacht haben, irgendwo. Und ich habe immer nach 10 Minuten dachte ich so, okay, nie wieder, habe ich keine Lust. Aber am nächsten Tag hatte ich dann wieder Lust. Bis 10 Minuten vorbei waren, dann hatte ich wieder keine Lust. Aber irgendwann hat sich das dann gesteigert. Und es ist auch in diesen 3 Tagen wirklich immer besser geworden bei jeder Praktik bei mir, dass ich länger durchgehalten habe. Also statt 10 dann 20 Minuten oder so. Ja. Dankeschön für alles. Ja, hallo, ich bin der Robert, ich komme auch aus Bautzen. Wurde auch hierhin nur mitgeschleppt. Bin im Voraus dafür sehr froh. Ich habe den Eugen und das Yoga überhaupt erst kennengelernt letzten Sommer auf dem Yoga-Camp. Das Yoga mag ich sehr, obwohl ich es sonst nicht praktiziere. Außer ab und zu mal früh mit meiner Freundin, aber sonst nicht. Naja, Meditation mache ich auch nicht. Mal so aus Spaß ein paar Gedanken, aber sonst kaum. Und die 3 Tage Vipassana waren beeindruckend. Ich habe es manchmal gehasst. Ich habe mich selber gehasst. Die Schmerzen und meine Wut, mit der ich sonst überhaupt im Alltag auch zurechtkommen muss, kamen manchmal hoch. Aber es ist ja extrem beeindruckend gewesen. Diverse Erfahrungen, die meine Vorgänger benannt haben, konnte ich so ähnlich auch erleben. Und habe ein Hauch von Ahnung vielleicht bekommen, was spirituelle Praxis bewirken kann oder wie sie funktioniert. Und naja, mal schauen, wie ich das jetzt weiter in mein Leben integrieren kann. Ich danke vielmals für die Lehrer und für die beeindruckende Küche. Dankeschön. Ich bin die Rita und bin mit Natalia hierher reingekommen. Auch ursprünglich aus Lettland, sogar aus anderem Staat, einigem Staat. Also ich arbeite in Landshut im Rehabilitationszentrum als Übungsleiter, Orthopädie und Herzgruppe. Auch Yoga unterrichte ich, aber natürlich nur mal viel, viel kleiner. Ne? Es ist in Fitnessstudio, es ist anders. Ne? Ich habe schon einiges Vipassana durchgemacht und Retreats. Und die Vipassana, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, da ist auch intensiv, aber kürzer. Ne? Das sind 40 Minuten immer.
Pause essen und wir hatten auch keine, fast kaum Zeit für uns. Um 4 Uhr aber aufgestanden, 4 in der Früh. Es war nicht schwer, weil das ist eben 40 Minuten. Dann, das war aber vor 10 Jahren, und das hat mir sofort, ich hatte eine Wirkung, also ich hatte Moment, ins Moment gerutscht, ins Hier und Jetzt. Also das ist auch so. Es war aber danach, wo ich schon, weil ich in München gelebt habe, und in U-Bahn, ne? Das war eine, ich wusste nicht, was ist passiert eigentlich. Ja? Denn das, es kann sein, deswegen für alle, es kann noch Nachwirkung haben, ja? Das, obwohl das 4 Tage ist. Das war aber 10 Tage, und ich glaube, es auch fehlt mir, dass es vielleicht 10 Tage ist besser. Weil ich müsste auch mit Nacken kämpfen, also mit Rücken. Gestern deswegen, sorry, bin so weggegangen, weil es mir komplett die Hinterseite wehgetan. War ich aber überrascht. Ne? Das, ich dachte, ich habe ziemlich starke Rücken, aber das ist eine ganz andere Muskel. Ne? Das ist diese. Und auch, ich habe meditiert ziemlich intensiv im Herbst auch, aber was auch in Vipassana, die bieten schon einen Stuhl an, wenn es gar nicht mehr geht, ja, und das natürlich verlockert. Und ich habe im Herbst fast immer am Stuhl meditiert. Da kriegst du besseren Effekt, dann bist du gleich entspannter, aber natürlich, das am Boden, dann wird auch schwerer. Ja, ja, wie gesagt, alles super, super Essen, Natur, sehr schön. Und Eugen habe ich gefunden, weil ich schaute immer im Internet irgendwas, ja, und natürlich, vielleicht kam ich nicht auf die deutsche Seite, so, aber die russische, die haben so, so viel Auswahl, ne? Und dann habe ich durch André Wirber, Aura, dann schaue ich den ganzen Kreis, aha, es ist doch international noch, und ich habe die gesehen und dachte irgendwie schnell, dachte ich mir, aha, Düsseldorf, weit weg. Und dann ein Jahr später denke ich mir, nein, es ist Deggendorf, es ist doch in der Nähe. Und dann habe ich Natalia gesagt, wir müssen mal eine Stunde besuchen. Eine Stunde muss man besuchen, Deggendorf irgendwann. Und dann sehe ich, schau, jetzt ist die Vipassana. Ne? Und ich habe mich angemeldet und das war das letzte Plätzchen, habe ich geschnappt. Ja, ja, die wollte was ganz anderes machen in Osten. Ja, also wunderbar, sehr schön. Ja. Und wir kommen noch sicher. Ja, noch. Und Küche auf jeden Fall. Ja. Extra Lob. Ich darf die Runde jetzt schließen. Ich bin die Nathalie und ich komme aus Stuttgart. Und mich freute sehr, dass das Essen allen gut geschmeckt hat. Wir haben uns mit Natalia Mühe gegeben. Ich habe selber eine Weile Rohkost praktiziert, deswegen kenne ich mich ein bisschen aus und ich weiß, worauf es so ankommt, was schmeckt. Und das Kochen macht mir sehr viel Spaß. Ja, also ich bin sehr, sehr glücklich, dass so viele Menschen an Vipassana mittlerweile teilnehmen. Ich habe selber 3-mal 10-tägiges Vipassana mal gemacht und ich kenne das Gefühl, wenn man, vor allem wenn man das erste Mal das durchlaufen hat, wie glücklich man danach ist und ja, es fällt ganz viel Negatives von einem weg und es fühlt sich wirklich super an. Und ein kleiner Tipp von mir, also diese positive Wirkung, so wie du schon gesagt hast, bleibt wirklich, wenn man das regelmäßig weiterhin praktiziert, also nicht aufgeben und nicht irgendwann vergessen, was man hier gelernt hat, sondern also wirklich täglich oder ein paar Mal die Woche ja, diese Meditation machen und dann bleibt dieses Gefühl, was man jetzt halt empfindet, länger und dauerhaft, ja. Also ich bedanke mich bei der ganzen Gruppe, dass alle da waren und das ist so familiär dann auch mit der Zeit. Also ein paar Tage vergehen, das ist auch ein schönes Gefühl und ja, sehr tolle Menschen. Danke.